Auch in diesem Jahr diskutieren wir im Rahmen der Generaldebatte Aspekte von Kultur und Medien, den Geschäftsbereich für Kultur und Medien. Und das finde ich gut so. Und man kann gleich am Anfang sagen, heute ist auch ein guter Tag für die Kultur- und Medienschaffenden in diesem Land. Denn schon der Regierungsentwurf war auf Rekordniveau. Und der Deutsche Bundestag hat jetzt noch mal knapp 130 Millionen Euro draufgelegt auf den Kulturetat. Damit erreicht er eine Rekordhöhe von fast 2 Milliarden Euro, zu denen dann noch fast 900 Millionen investive Mittel hinzukommen. Das ist eine erhebliche Steigerung noch einmal zum letzten Jahr. Und das ist eine gute Nachricht für die Kultur- und Medienschaffenden in Deutschland. Und es ist zugleich auch ein Moment, ein Sockel, auf dem wir jetzt nach 2 Jahren stehen, der Anlass dazu gibt, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Ich sage bewusst Zwischenbilanz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die SPD war es immer wichtig und bleibt es wichtig, zur Verbesserung der sozialen Lage der Kulturschaffenden in diesem Land beizutragen. Deswegen war es auch eine der ersten Maßnahmen, dass wir mit dieser Bundesregierung den Zugang für kurzfristig Beschäftigte zur Arbeitslosenversicherung verbessern konnten. Und das ist auch gut so. Es wird auch weitergehen mit der Verbesserung der sozialen Lage der Kulturschaffenden, indem wir jetzt schauen, dass wir die sogenannten unstetigen Beschäftigten auch noch besser sozial absichern können, als das im Moment der Fall ist. Ein weiterer wichtiger Punkt, auch der Koalition insgesamt, ist die Stärkung der Kultur im ländlichen Raum. Das haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen als einen Teil einer neuen Agenda für Kultur und Zukunft. Und genau darum geht es am Ende auch. Wir wollen die Lebensverhältnisse in Stadt und Land in allen Bereichen unseres Landes aneinander angleichen, harmonisieren. Deswegen haben wir da eine Menge gemacht als Koalition. Ich nenne beispielhaft das Programm Landkultur, indem wir in diesem Jahr schon zahlreiche Kulturprojekte in der Region fördern können und indem wir in diesem Jahr auch 5 Millionen Euro für ein Sofortprogramm Kino bereitstellen konnten. Und die Mittel werden in 2020 in Höhe von 10 Millionen wieder zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch die Ausweitung des Investitionsprogramms in nationale Kultureinrichtungen, vormals beschränkt auf den Osten Deutschlands, jetzt ausgeweitet auf Gesamtdeutschland und ausgestattet im Jahr 2020 mit 20 Millionen Euro. Dazu gehört auch das Zukunftsprogramm Kino, das wir jetzt starten in diesem Jahr 2020 und dafür insgesamt 17 Millionen Euro zur Verfügung stellen können. Auch das kommt insbesondere den ländlichen Regionen, nicht nur, aber insbesondere auch der Kultur im ländlichen Raum zugute. Dazu gehört aber auch das Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundestages, das wieder aufgelegt worden ist. Erneut stehen 30 Millionen Euro dank auch des Einsatzes unserer Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitiker für denkmalpflegerische Maßnahmen in der Region zur Verfügung. Zu den kulturpolitischen Großbaustellen will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil das hinreichend schon in der Debatte geschehen ist. Ich hoffe und freue mich dann auch, wenn im nächsten Jahr das Humboldt-Forum produktiv gehen kann, für das der Haushaltsausschuss ja auch noch mal in die Tasche greifen musste. Aber ich bin da guter Dinge und ich hoffe auch, dass das Museum der Moderne, das uns nicht nur Strahlen auf die Gesichter gebracht hat, sondern auch einiges an Kopfzerbrechen auch jetzt in dem gefundenen Finanzrahmen bleiben wird. Ich möchte auf 2 Punkte in der Erinnerungskultur, auf die schon eingegangen ist, auch noch mal hinweisen. Zum einen bin ich wirklich froh, dass es gelungen ist, das Programm Jugend erinnert noch mal zu stärken und 5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Und zum anderen freue ich mich auch, dass die Gedenkstätte Hadamar als eine der wichtigen NS-Gedenkstätten auch mit über 5 Millionen Euro jetzt einer Generalsanierung unterzogen werden kann. Aber auch im Bereich der Medien, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind Herausforderungen, die wir meistern müssen. Die Anforderungen an Medienschaffende wachsen durch zunehmenden Populismus, durch Fake News, durch die Digitalisierung. Freier und unabhängiger Journalismus wird immer schwieriger. Deswegen haben wir uns als Koalition auch da eine ganze Reihe von Punkten vorgenommen, die ich nur stichwortartig
nennen möchte. Da geht es im nächsten Jahr um die Umsetzung des Urheberrechts, was für die Verlage, für Journalisten und Kreative wichtig sein wird. Da geht es um die Erhaltung des Pressekorso, um neue Finanzierungsmodelle regionaler und überregionaler Medien. Da geht es auch um die Durchsetzung von qualitativen journalistischen Inhalten und der Abgrenzung zu solchen, die es nicht sind. Gerade in Zeiten von Fake News müssen wir dem Wirken von Rechtspopulisten durch Qualität und Offenheit und Meinungsfreiheit entgegenwirken. Schließlich freue ich mich auch, dass wir ganz konkret schon Förderung auch für Verlage und Medienschaffende in den letzten Wochen auch schon durchsetzen konnten. Wir haben den reduzierten Mehrwertsteuersatz im Jahressteuergesetz auch für die digitalen Verlagsprodukte zugänglich gemacht. Und wir haben jetzt auch eine Förderung der Zustellerinnen und Zusteller für Zeitungen und Anzeigenblätter im Haushalt. Letzter Satz, werte Frau Präsidentin. Neben all dem ist es uns auch gelungen, die Deutsche Welle auf Rekordniveau auszustatten, als unserer starken Stimme in der Welt für Deutschland. Das ist eine Menge, das, was wir getan haben. Eine Menge ist noch zu tun. Packen wir es gemeinsam an. Herzlichen Dank.